Ich glaube, der erste Titel ist was ganz Besonderes, weil damals, ich war jung, ich war 20 Jahre alt, da denkst du dir, okay, mit dem Titel, du kannst, weiß ich nicht, die ganze Welt beherrschen. Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Das neue Jahr starten wir mit gesunden, abwechslungsreichen Gerichten. Und wir starten direkt mit einem Hammer. Und zwar mit Christina Lady Hammer. Hallo. Herzlich willkommen in meinem Ring. Ja, danke schön. Ich freue mich auf jeden Fall da zu sein. Wir machen heute ein schönes Risotto mit rote Beete. Dazu machen wir, weil wir natürlich Proteine brauchen, einen Seeteufel. Der sieht gefährlicher aus, als er ist. Den nehmen wir gleich auseinander. Und ein Sprossensalat. Die Sprossen bekommen durch das Keimen, setzen sie Energien frei und haben bis zu 300% mehr Nährwerte. Wir starten natürlich als erstes mit dem Risotto und dafür brauchen wir erstmal eine Zwiebel. Kannst du die Zwiebel einmal schälen? Ja, das kriege ich hin. Wir nehmen die Zwiebel einfach, schneiden die Enden weg und dann genau einmal aufschneiden und dann können wir die äußerste Pelle wegmachen. Boxen ist ja schon wirklich ein interessanter Sport. War das immer das, was du machen wolltest oder bist du da irgendwie so reingeschlittert? Ich war halt früher als Kind nicht so das originale Mädchen, Mädchen mit Barbies und sowas. Weil ich habe halt mit meinem Bruder Fußball gespielt und habe mich halt ab und zu auf dem Spielplatz geprügelt. Und ja, ich glaube, meine Mutter hätte sich auch was anderes für mich gewünscht, aber ich mag die Competition und den Wettkampf. Eins gegen eins, wer ist besser? Für ein Risotto schwitzt man natürlich die Zwiebeln an und man schwitzt Knoblauch an. Ich mische das immer und zwar nämlich Butter und Olivenöl, weil die Butter dann nicht so schnell verbrennt. Wenn man nur Butter in den Topf gibt und erhitzt den Topf, dann wird die schnell zur Nussbutter. Genau, das geben wir auch noch dazu. Hast du eigentlich schon mal geboxt? Nee, ich war schon ganz oft davor, tatsächlich. Also ich wollte immer mal so ein Probetraining mitmachen. Aber irgendwie hat es dann immer im letzten Moment nicht geklappt. Ich weiß auch nicht warum. Was war für dich selber der schönste Kampf? War es der erste Titel oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich glaube, der erste Titel ist was ganz Besonderes, weil damals, ich war jung, ich war 20 Jahre alt, da denkst du dir, okay, mit dem Titel, du kannst, weiß ich nicht, die ganze Welt beherrschen. Die Zwiebeln schwitzen wir an und natürlich am Anfang direkt salzen, denn das ist immer das Wichtigste. Bist du selber schon mal K.O. gegangen? Nee, aber ich habe auch schon einige Schläge gekriegt, wo du denkst, oh, okay, jetzt ist ein bisschen brenzlig. Du kannst das Risotto bitte einmal in den Topf geben. Komplett alles? Genau, alles rein und dann gut durchrühren. So, ich habe mir Handschuhe dazu genommen, weil gerade wenn man den Fisch macht, muss ich ja schon ehrlich gestehen, da gibt es kein Wunderheilmittel. Also man hat dann schon immer noch so den Geruch ein bisschen an den Händen. Gerade beim Seeteufel. Man sagt ja eigentlich immer, wenn Fisch riecht, dann sollte man ihn nicht mehr essen. Aber der Seeteufel, der hat so einen ganz leichten Grundgeruch, nenne ich es mal. Der geht dann aber beim Braten weg. Du kannst bitte genau hier, kannst du einmal mit der Gemüsebrühe ablöschen. Und zwar einmal so, dass das knapp über dem Reis ist. Dann lassen wir das erstmal ein bisschen kochen. Aber das ist schon eine heftige Aufgabe, den zu filetieren, oder? Aber das geht eigentlich relativ flott, ne? Also ich habe mega Respekt davor, weil ich irgendwie so... Man zieht am einen erstmal die Haut ab, weil dann kommt man viel besser an die Filets dran. Und zwar sieht man hier, dass der quasi, weil es ein Rundfisch ist, hat der quasi in der Mitte eine Wirbelsäule. Und dann kann man einmal rechts dran vorbei. Und auf der anderen Seite genau dasselbe. So, dann haben wir die Geräte aus der Mitte. Dann legen wir den auf die Haut und fahren quasi mit dem Messer ganz vorsichtig an dieser Silberhaut entlang. Und dann haben wir schon das Filet. Und daraus schneiden wir uns jetzt zwei schöne Steaks für jeden, die wir gleich braten können. Das ist unser Seeteufel. Das geht eigentlich relativ schnell, ne? Ja, wenn man es kann. Ja! Ich habe mal gehört, dass tatsächlich das Boxtraining das härteste Konditionstraining sein soll. Würdest du das unterschreiben? Ja. Was ist die Übung, die du am meisten hast? Koordination. Ja, Diese Leiter, die verfluche ich jeden Tag. Leiter? Was macht man da? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist halt so eine Leiter, so eine Koordinationsleiter, die auf dem Boden auslegt. Ja. Und dann machst du halt verschiedene Schritte verschiedene Übungen. Und dann denkst du so, wann ist das hier vorbei?
Beim Sport, die Übung, die mein kompletter Tod ist, sind Burpees. Okay. Das ist, da drehe ich komplett durch. Also das ist wirklich, ich habe mal bei so einem Bootcamp mitgemacht draußen, wenn man so diese ganzen, und dann habe ich am Anfang gedacht, erst dachte ich so, dieser Käfer auf dem Rücken, da dieser Tote, da dreht man ja auch schon, ne? Aber die Burpees, also die haben mich wirklich nachhaltig kaputt gemacht. Ja, die hauen gut rein. Aber ihr macht da auch viel Seilspringen und so, ja. Ne? Das ist da auch der Wahnsinn. Das konnte ich auch noch nie mit dem Seilspringen, tatsächlich. Das ist alles Übungssache. Ja, aber das ist auch so Koordination. Du sagst, Koordinationstraining mit der Leiter macht dich fertig. Ich habe generell so, wenn ich linker Fuß, rechts, so, da bin ich nicht besonders gut. So, in der Pfanne erhitzen wir jetzt Olivenöl, damit wir unseren Fisch da gleich drin anbraten können. Und nebenbei, unser Risotto kocht wunderbar vor sich hin. Ich habe rote Beete mitgebracht, und zwar ist die schon gekocht. Die rote Beete kannst du einfach nur ein bisschen klein schneiden, in den Topf geben und dann versuchen wir die mit dem Pürierstab schon mal so ein bisschen zu pürieren. Hast du so eine Routine entwickelt für dich am Spieltag, also am Boxtag? Natürlich muss man erstmal gut schlafen, aufstehen, frühstücken. Ja. Und danach meistens zwischen 12 und 1 Uhr kommen meine Eltern. Dann esse ich mit denen nochmal Mittag. Also ich esse auch immer so leichte Sachen, die gut verdaulich sind. Nichts Schweres. Danach gehe ich halt ein bisschen spazieren mit meinem Trainer. Ein bisschen nochmal die Taktik durchgehen. Was heißt denn Taktik beim Boxen? Das ist ja total aufregend. Jeder Gegner ist anders. Du musst die Gegner erstmal analysieren. Ja. Und deren Schwächen und Stärken rausfinden. Und dann guckst du, okay, ist da hinten raus ein bisschen platter? Hat er irgendwo eine Konditionslücke immer wieder? Und bestimmte Muster kannst du einfach nicht wechseln, sondern die hast du einfach drin. Bei dem Risotto ist wichtig, dass man die Brühe immer wieder nach und nach zugibt. Weil wenn man zu viel dran hat und der Reis gar ist, dann verkocht man ihn. Den Seeteufel. Etwas würzen mit Salz und Pfeffer. Und den Seeteufel geben wir ein bisschen Butter mit dran. Das nimmt nochmal den Geschmack ein bisschen auf. Genau, perfekt. Sind deine Eltern bei jedem Kampf dabei? Ja, mein Bruder auch, der trägt meistens meine Gürtel mit in den Ring rein. Ist das für deine Mutter? Oder sagt die da gar nichts zu? Ja, die ist immer mega nervös. Und die drückt die Hand von meinem Vater immer so zusammen. Aber ja, die unterstützt mich bis heute. Ja, das ist wichtig. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben das, wir haben das. Das lassen wir noch ein bisschen kochen und dann kommt die rote Beete da gleich rein. Mhm. Und wir haben unsere Sprossen noch. Ich bin da ja überhaupt kein so ein großartiger Dressing-Fan. Deswegen mariniere ich immer eigentlich alles relativ spartanisch. Und es gibt eine Sache, die für mich super gut zur roten Beete passt. Und das ist tatsächlich Kürbiskernöl. Ja. Und deswegen machen wir an den Salat tatsächlich nur ein bisschen Kürbiskernöl. Und ein bisschen Meersalz. Der Seeteufel ist fertig, da geben wir jetzt noch einen kleinen Schuss Zitronensaft dran, damit wir noch ein bisschen frischer haben. Das Risotto sieht fantastisch aus. Ja, schöne Farben bekommen. So, dann machen wir ein bisschen von dem Meerrettich da drüber. Mega. Sehr gut, ne? Dann wollen wir noch mal probieren, was wir da gekocht haben. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ach, ist lecker. Das ist auf jeden Fall mega. Oder wie würdest du sagen? Hammer. Hammer. Das auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Und das ist wirklich der Hammer schlechthin, weil das bringt euch Kohlenhydrate, das bringt euch Proteine und das bringt euch Nährstoffe ohne Ende. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mir super viel Spaß gemacht. Macht's gut und bleibt gesund. Bleibt gesund.